Ich glaube, wir werden das ganz gut machen. Wir sind eine gute Klasse. Ja, ich glaube, dass allgemein so sehr gut klappen wird. Ich denke, das wird auf jeden Fall eine große Erfahrung, vor allem für die Klasse. Das stärkt wahrscheinlich auch ein bisschen die Klassengemeinschaft, einfach weil man zusammenarbeiten muss und alles. Und ja, und auch für einen selbst kann man da auch viel lernen und so. Wie sieht's bei dir aus? Keine Ahnung. Also ich erwarte schon, dass ich auf jeden Fall genervt werde, dass ich zu alles gezwungen werde, dass ich es mache. Und auf jeden Fall habe ich ja keine Lust drauf, aber immerhin besser als normal Unterricht direkt nach den Sommerferien. Meldest du Ja. dich? Kapulettbedienstag. Kapulettbedienstag. Ja, ich auch. Alles klar, habe ich Ja. verstanden. Okay. Dann haben wir einen Benvolio, habt ihr nicht gehört? Gibt es noch einen jemand, der einen Benvolio machen wollte? Von denen, die nicht da sind? Benvolio! Die meisten haben ja auf jeden Fall keine Lust. Die meisten jetzt, die reden ja, das wird ja richtig cool und so, das wird richtig Spaß machen. Die stehen da im Theaterraum, die sitzen da, sind ruhig und reden über irgendwelche anderen Sachen. Die wollen jetzt alle Romeo und Julia und danach, sobald jemand sagt, okay, wer will Romeo oder Julia spielen, sobald, nein, ich will nicht mit dem das spielen. Das ist natürlich so. Deswegen habe ich auch auf gar nichts gestimmt, habe einen leeren Zettel abgegeben. Mercutio! Mercutio. Du bist die Einzige, die sich für Mercutio meldet. Was macht Aber der überhaupt? weißt du, mein Herz öffnet sich, wenn sich hier Ja, jemand für Mercutio entscheidet. meinst du auch? Weil das ist die Hammerrolle. Stirbt der schnell? Der stirbt ziemlich schnell, aber der hinterlässt Spuren. Ja. Oder die in dem Fall. Mercutia. Muss er viel sagen? Sehr viel. Weil es richtig cute ist, so Romeo und Julia, so Liebespärchen, Liebesgeschichte und so. Ich finde es ganz cute. Und deswegen bin ich für Team Romeo und Julia und es fängt mit einer Schlägerei an und ich bin mir sicher, dass es richtig cool sein wird. Was nicht geht, ist mehrere Ammes, mehrere Mercutios. Das wird nicht funktionieren. Mehrere Romeos und mehrere Julias, das kann funktionieren. Es ist ein Drittel, aber trotzdem. Also ihr tretet nicht zu dritt dann auf, sondern nacheinander. Du bist der Vater Capulet. Ich hatte mir da erstmal ja, die ganzen Texte von Romeo angeschaut und da dachte ich mir erstmal, ja, das schaffe ich nicht, ich weiß nicht. Also ich habe da, das ist zwar wirklich viel Text und ich habe mir das wirklich nicht zugetraut. Ja, aber das ging dann am Ende doch noch gut. Also. Es sind dann bestimmt immer 10 Leute auf der Bühne, ja, die sich kloppen oder sonst irgendwie Rambazamba Ah, ey, geil, ne? machen. Und die kommen, ich glaube, es gibt 3 Szenen, wo so Sachen passieren. Wo geprügelt wird, wo getötet wird, öffentlich, wo. Und das machen die Capulette, Das machen die Capulets und die Montagues. Es gibt immer die 2 Clans, die aufeinandertreffen. Die Capulets und die Montagues. Das ist der Romeo-Clan und das ist der Tybalt-Clan. Bei Herr Kriechbaum, der scheint mir, als ob der eher Leute motivieren wollen würde, dazu, dass die Leute halt spielen. Und ich denke schon, dass er es hinkriegen könnte. Fangen wir mal an, das Stück zu lesen. Am besten in den Rollen, die wir schon festgelegt haben. Wie hört man auf zu denken? Sag mir das. Indem du deine Augen Freiheit gönnst. Schau andere Frauen an. Auf die Art zeigt sich ihre Schönheit erst im besten Licht. Leb wohl, vergessen lehren kannst mich nicht. Das ist unfassbar, das ist ein großes Gut. Deswegen ist es mir auch ganz wichtig, dass solche Texte mit Menschen in eurem Alter gemacht werden. Ich weiß, das ist für euch jetzt gerade komplett, was ist das für ein Scheiß? Ich weiß das ganz genau, würde mir genau so gehen, ja?
Aber ich weiß, was da für eine Qualität dahinter ist. Und die werdet ihr, wenn ihr euch mit darauf einlasst, werdet ihr die entdecken. Also ihr seht es nur hier. Das heißt, ihr übt jetzt so ein bisschen Hörverstehen. Das, was man so aus dem Englischen kennt, das übt ihr jetzt im Deutschen. Und das ist gar nicht schlecht. Ihr werdet darin besser werden. Ich bin dazu routiniert drin wahrscheinlich, weil bei uns ist es im Schauspiel ist es ganz normal, dass man Sachen streicht. Wenn man sagt Balkonszene, dann weiß man fast weltweit, was gemeint ist. Und das ist diese Szene. Oh, wüsste sie, dass sie es ist. Sie spricht, doch sagt sie es nicht. Was schadet das? Ihr Auge redet, ich will ihm Antwort geben. O Romeo, leg deinen Namen ab. Er führt den Namen, der dein Selbst nicht ist. Nimm ganz mich selbst. Sehr geil, toll. Ich weiß, das ist sauschwer. Und es ist so einen üblen Text habt ihr bestimmt in der Länge noch nie behandelt. Geschweige denn auswendig gelernt. Aber ich kann euch garantieren, ich sehe es an 2, 3 Leuten jetzt schon, wenn ihr da einsteigt, dann wird das fabelhaft. Also, es ist halt nicht peinlich, gar nichts. Ich bin nicht nervös, es ist nicht peinlich. Nochmal von Anfang. Du sollst jetzt hier einfach durchlesen mit Mädels und sie unterbricht mich. Genau, sie unterbricht dich. Genau, du willst noch was sagen und sie unterbricht dich. Okay. Probier's mal. Es reizt ich den Kerlen den Arsch auf und dann ihren Mädels. Aha, Rückzieher machen, was? Du fragst sie, sind wir im Recht, wenn ich Nein sage? Wenn ich Ja sage. Ja. Sind wir im Recht, wenn ich Ja sage? Nein. Gut. Hast du gemerkt? Die Reaktion kam direkt von Adam. Nein. Okay. Nochmal von vorne. Bei dir gibt's doch nichts, was dich juckt. Oh doch, mich juckt, dass mich die Montagul-Ärsche gewaltig reizen. Ach komm, du Schisser, nimmst doch eher Reiz aus. Hör mal, den Montagul-Ärschen einen reinzuhauen, das reizt mich. Klingt ziemlich ausgereizt. Strecken Sie uns die Zunge raus, Herr. Sind wir im Recht, wenn ich Ja sage? Nein. Nein, Ma'am, ich strecke Ihnen nicht die Zunge raus. Aber ich strecke die Zunge raus, Ma'am. Suchen Sie Streit, Ma'am? Streit, Ma'am? Nein, Ma'am. Für die Provokation gehst du, Kira, dann mal nah an Lara ran. Ich muss so machen. Genau, ganz genau. Perfekt. Suchen Sie Streit, Ma'am? Streit, Ma'am? Nein, Ma'am. Also, das Ziel wäre für diese ganze Prügelei, dass es wirklich aussieht wie eine Prügelei. Aber Grundvoraussetzung ist, dass sich keiner dabei wehtut und dass keinem wehgetan wird. Auseinander, hab ich gesagt. Was mit nackten Waffen inmitten feiger Schwuchteln? Ich will nur Frieden, hier lass stecken und hilf mir, die zu trennen. Mit geballten Fäusten säusen um Frieden. Das Wort hasse ich wie die Pest und die Montagues und dich. Komm ran, du feiges Schwein. Du kämpfst entweder von da oder von da. Und kommst hier hin. Schluss! Ja? Du unternimmst gar nichts, aber du sagst Schluss. Und wenn ihr von Laika Schluss hört, alle miteinander, dann seid ihr erstmal einen Moment irritiert. Hey, was ist los? Und dann gehen alle Augen auf sie und bleiben da. Sobald Laika das Wort ergreift, ist hier mucksmäuschenstill. Okay. Okay. Nochmal, jetzt könnt ihr nochmal rumprubbeln und sobald Laika Schluss sagt, und Laika, lass dir Zeit, Schluss! Und dann warte erstmal ab, dass sie wirklich alles Maul halten und auf dich gucken. Okay. Ich kapiere es selber nicht so ganz, aber anscheinend bin ich das Gesetz verkörperlicht, oder sagt man das so? genau, und ja, das ist so die Rolle, in der ich als erstes auftrete. Und direkt bekannt mache, was ich bin und was ich mache und so weiter. Lass die quatschen, ja, und wenn sie quatschen und wenn du sagst Schluss, haben die zu verstummen. Brammel, 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 brammel. Schluss! Wie könnt ihr es wagen, euch so aufzuführen? drum hört meinen Richtspruch. 3 Bürgerkriege, die ein halbes Wort von Capulet und Montagu erzeugte, zerstörten 3-mal unsere Straßen Frieden.
Hört, wenn ihr je noch einmal unsere Stadt in Aufruhr bringt, bezahlt ihr den Friedensbruch mit allem, was ihr habt. Verstanden? Mit allem. Und ich finde, die Rolle passt irgendwie auch zu mir, weil, ja, wie sagt man das? Ja, manchmal kusse ich auch mal so, dass nichts schief läuft und so weiter. Dass irgendwie bei Streit Stopp ist, auch zu Hause bei mir. Oder manchmal hier auch unter den Freunden. Für heute verschwindet aus meinen Augen. Ich bin ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir heute schon so gut vorankommen. Das ist toll, das gefällt mir sehr gut. Ja. Aber vielleicht ist es auch besser für mich, dass ich mal irgendwie rumschreien soll, muss, weil ich sonst schüchtern bin. Vielleicht wird irgendwas, diese Rolle wird vielleicht etwas an mir verändern oder so. Hört, wenn ihr je noch einmal unsere Stadt in Aufruhr bringt, zahlt ihr den Friedensbruch mit allem, was ihr habt. Verstanden? Mit allem. Für heute verschwindet aus meinen Augen. In Verona, wo die Szene sich erhebt, entfachen alten Hass zu neuem Brand, bis Bürgerblut an Bürgerhänden klebt und... Ich merke, es ist noch sehr früh und ihr seid noch so ein bisschen noch nicht auf der Spur, aber ich muss ja auch zusehen, dass wir auf die Spur kommen und dass wir irgendwie die Kurve kriegen in dieses Stück rein. Achtung! Eins, zwei, drei. Zwei Häuser. Beide gleich an Rang und Stand. In Verona, wo die Szene sich erhebt. Etwa ein Hass zu einem Brand, bis Bürgerblut an Bürgerhänden klebt. Vom Rinderstand und Schoß der Feinde schließt. Ein Liebespaar, vom bösen Sterben droht. Sein Elend Inhalt, niemals nur Worte, Inhalt. Der liebe Tod ist ganz, in Leidensgang, und wieder heute Hass zerfiel, und erst im Tod der Kinder schlägt der Klang, zeigt mir hier in der Schule Bühne spielen. Da sind am ehesten so Kleider. Ich sehe schon weiße Kleid, ich liebe den. Kann ich ihn dann anziehen? Alex, wollen wir heiraten? Nein, nein. Ey, Taiba, da hättest du das pinke, kannst du mal zeigen, das pinke Kleid mit Gold, kannst du das mal rausholen? Ja, siehst du, guck mal, das hier ist ein bisschen... Nee, das ist zu groß, oh, zu lang. Zu lang. Sonst hättest du die gestanden. Ich will die Frucht vergessen. Ja, das ist echt... Das sieht schön schön aus. Weiter runterziehen, ne? Halt mal kurz. Die Quere passen für König und so. Halt mal kurz. Ich hoffe, das Adam. Frau A, passt es zu meiner Rolle? Ja, ich finde das passt. Guck mal, du ja. Hast ein bisschen bauchfrei. Das sieht herrschaftlich aus. Guck, hier ein bisschen bauchfrei. Kannst du zeigen. Das ist für Jungs, oder? Ich glaube, ich habe wahrscheinlich so Hose und T-Shirt an. Und dann... Farben, wahrscheinlich nichts mit irgendwas drauf, sondern einfarbig dann und etwas ein bisschen schlichteres, könnte ich mir vorstellen. Da kann mal ein Messer drauf liegen oder irgendwelche Pflanzen oder sonst irgendwie was, genau. Und das kann man aber auch dahinter erstmal deponieren hier drinnen. Genau. Schwester, sag, wie hielt man über mich Gericht? Sehr froh, es ergeht ein mildes Urteil. Nicht Tod des Leibes, nur leibliche Verbannung. Verbannt? Sei gnädig und sag umgebracht. Exil hat viel mehr Grausamkeit im Blick. Viel mehr als Tod. Sag mich doch mal verbannt. Verbannt bist du doch aus Verona nur.
Von hier verbannt heißt aus der Welt verbannt. Hier einziges Himmel, hier in Verona, wo Julia lebt. Und Romeo? Der ist verbannt? Sei glücklich, tut heute Beute dein Tod. Amme! Ach Herr, der Tod macht alles gleich. Sprichst du von Julia? Sag, wie steht's mit ihr? Sag, hält sie mich für eine Meuchelmörder? Nicht, sagt sie Herr. Sie weint, nur weint und weint. Doch als Zeichen ihrer Treue gab sie mir diesen Ring. Oh, wie da der Mut aufhebt durch ihr Geschenk. Herr los, schleich zu deiner Liebsten nicht. Steig in dir zu. Dann nimm ihn am Arm, dann los. Und wolle diesen Weg, das ist natürlich völliger Schwachsinn, aber wir sind auf der Bühne, und wolle diesen Weg mit ihm gehen. Du gehst nicht weit mit ihm, aber das ist der Weg, den du eigentlich gehen wollen würdest. Ja? Ich schaffe mal nicht auf den Fall. Genau. Nochmal diesen Übergang. Ja, es macht mir eigentlich schon sehr Spaß. Das Proben halt aktiv machen, muss ich ehrlich sagen, macht mir mehr Spaß als so. Und ist aber echt schön. Und man tut sich da auch mehr kennenlernen, würde ich jetzt sagen. Dann los, schleich zu deiner Liebsten dich. Steig in dein Zimmer, geh sie trösten. Los, doch mach dich fort, bevor die Wachen stehen. Sonst kommst du nicht mehr durch nach Mantua. Denn dort bleibst du, bis wir den Zeitpunkt finden. Beide Sitten zu versöhnen, Plane zu erflehen vom Fürst. Mein Herr, ich sag dem Fräulein, dass sie kommen. Herr Kriechbaum mag ich eigentlich. Er ist halt ziemlich aufgedreht, aber das hat halt auch immer so Laune gemacht irgendwie. Ja, er hat viel Mut zugesprochen. Das gefällt mir. Dein Engagement ist Zucker, Adam. Wirklich, wirklich. Das ist ganz große Klasse. Ich finde das halt auch schön, dass man zeigt, wie die Welt eigentlich ist. Dass er auch sehr traurig ist und sehr viele junge Menschen halt auch Zwangsheirat quasi gezwungen werden zu heiraten, obwohl sie noch ganz jung ist. Zum Beispiel Dave Paris ist schon ein erwachsener Mann und Julia ist gerade mal 13. Also was ich sagen wollte, Julia, sag, was hältst du so vom Hochzeithalten? Von einer solchen Ehe träume ich nicht. Na, neck ab jetzt dann, ja? Der reiche Paris wirbt um deine Liebe. Vor viele Leute zu spielen, macht mich sehr nervös. Was ich lernen muss, ist halt lauter sprechen und dann langsamer sprechen. Ich nutze meine unwürdigste Hand, dies Heiligtum, so ist sein Vergehen. Mein Lippenpaar, zwei Pilger durch dein Land, will mit dem Kurs die Frau zusammen vertreten. Der Hand, mein Pilger, tut dir Unrecht an. Ich fühle dich weichern und dann sanft den Gruß. Wenn Gott diese Hand berühren kann, als diese Hand in dieser Hand ein Kuss. Wenn ich jetzt Julia wäre, ich würde das auch machen. Ich würde auch jetzt zum Beispiel, also egal auf den letzten Namen, wenn ich die Person liebe und ich mit dem zusammen oder halt für immer bleiben möchte, dann will ich das auch haben. Ich würde halt auch alles weggeben für die Person. Oh Romeo, leg deinen Namen ab. Für den Namen, der dann selbst nicht ist, nimm ganz mich selbst. Ich nehme dich beim Wort, denn nicht für mich, so bin ich neu getauft und will fortan nicht mehr Romeo sein. Wer bist du? Der du von deiner Nacht beschirmt, durchdenkst du meines Herzensrat. Mit Namen weißt du nicht zu sagen, wer ich bin. Mein eigener Name heute wird von mir selbst gehasst, weil er ein Feind ist. Hättchen schriftlich, so zerriss ich ihn. Das Problem war, ich kam immer als erstes dran. Dann wurden von mir natürlich zuerst die Ideen genommen. Also, der verbesserten alles. Und dann wurde so lange verbessert, dass dann wenig Zeit für sie übrig blieb. Und dann wurde bei ihr auch komplett durchverbessert. Nicht so viel wie bei dir? Der hat bei dir schneller durchverbessert als bei mir, weil er einfach nur noch dann am Ende 10 Minuten hatte, wo er bei mir 45 Minuten gebraucht hat. Ich hab's auch besser gemacht als du. Ja, genau. Schade. Wenn man beispielsweise etwas falsch gemacht hat, dass man dann nicht direkt angeschnauzt wurde, sondern einem gesagt wurde, hier, guck mal, mach das mal so oder mach das halt so. Heute Abend gebe ich eines meiner Feste. Kommt hinzu, seid einer meiner Gäste. Seid mit dabei, wenn heute in der Nacht jeglicher Stern im ganzen Himmel neidisch macht. Ich sag so, bring mir mein langes Schwert und danach kommt der Montag, Vater, und wir kämpfen so und alles eskaliert da. Dann kam der Schiffskasten, oder? Ja. Achtung, nicht wehtun gegenseitig. Ja. Dann ziehen sie, du schüttelst sie ab, das erste Mal. Da kannst du, Alex, unten was machen, wenn er haut. Wie? Wenn er jetzt hier ist, dann kannst du...
Klatschen an. Ja! Verstehst du, das ist halt. Das ist besser. Ah, oder? Suchen Sie Streitman? Streitman? Nein, Man. Weißt du doch, bin ich ganz der Ehrenmann. Bei vielen dachte man nicht, dass sie so herausstechen würden in ihren Rollen. Aber zum Beispiel bei Florian, ich wusste gar nicht, dass er so gut schauspielern kann. Oder Taiba, sie ist auch richtig gute Schauspielerin. Gut, dann fangen wir mal an. So, steht mal auf, aufstehen, ihr seid jetzt dran. Normal, dann übertreibt. Haut alles raus, was geht. Die Liebe ist hart, sie säugt und ächzt und stöhnt. Raus sie, grob und schmerzhaft wie ein Dorn. Wenn Liebe mit dir grob ist, sei es mit dir. Der Liebesdorn stechen in sie zurück. Ach, lass. Lass dich, willst du ihr noch länger die Zeit für ihn lassen, ein Loch? Zum Maskenball zu gehen war ein Spaß, doch klug ist es nicht. Wieso, was ist dabei? Die Nacht hab ich geträumt. Ach, wie wunderbar, ich auch. Also ich habe gesehen, dass unsere Klasse mehr zusammengewachsen ist. Ich habe jetzt Kontakt, würde ich mal nennen, mit Leuten, mit denen ich jetzt nicht so gut war. Also es ist mehr so, wir sind mehr zusammengekommen, würde ich mal sagen, ja. Es ist einfach besser geworden so. Man fühlt sich viel wohler. Es ist weniger unangenehm nach einer Zeit gewesen. Und ja. Insgesamt seid ihr schon einen super guten Weg gegangen. Ja? Wenn wir gucken, wo wir angefangen haben, wo wir jetzt sind, perfekt. Ich bin begeistert. Ja, das heißt, alles, was jetzt noch ist, ist wirklich fürs Publikum. Ich schwöre dir, ich habe dich nie beleidigt und liebe dich viel mehr, als du ahnen kannst. Drum liebe Capulette, und weil mir dein Name so wichtig ist wie meiner, sei Siegerin. Was? Ehrlos, feig, zahm, Unterwerfung. Fax machen, wenn sie geschenkt. Oh. Was willst du denn? Also mein Leben, beste Katze. Oh. Leute, hört auf. Lass den Wahnsinn sein. Dieses Zimmer ist verboten. Oh mein Gott. Oh. Ich hoffe, dass es halt auch, wenn die Schulzeit wieder anfängt, dass es dann halt auch so bei bleibt und dass man das halt auch dann eventuell für den Unterricht mitnehmen kann, dass einfach der Klassenzusammenhalt so bleibt, ja, so wie er zurzeit ist. Also es ist anders ausgegangen, als ich gedacht habe, und meine Klasse hat sich eigentlich gut getan. Sie waren viel offener und haben auch Spaß dran gehabt, als ich anders gedacht habe.
hätte er gedacht, dass die nur viel groß geredet haben am Anfang, dass die Lust drauf haben und besser als Schule ist. Aber im Endeffekt habe ich gesehen, dass es denen wirklich Spaß gemacht hat. Und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Seht, welch Flugferin Hass euch traf. Beschwärmt, voll Kummer und voll Sorgen. Wie bald auch ihre Elternwelt zerbricht. Ein trüber Frieden dämmert über den Morgen. Die Sonne zeigt vor Leid nicht ihr Gesicht. Kein Leidensweg war schlimmer irgendwo als der von Julia und ihrem Romeo. Und jetzt machen wir es ganz anders. Sehr schön. Das ist ja mal da für die letzte.